Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Wie ihr auch dem Titel entnehmen könnt, gehe ich jetzt auf Mauern. Und zwar nur auf Mauern. Da ich halt... Wieso gehe ich auf Mauern? Weil ich erstmal alle auf 8 bringen will. Das ist für mich sehr wichtig. Da das schon mächtig Eindruck macht und meine Level 7er Mauern etwas niedrig sind für die Rathauslevel... Stufe 9. Aber ich grade, bevor ich alle Mauern erst mache, noch diesen Tesla auf 5 ab und dann konzentriere ich mich nur noch auf Mauern, auf das ist Dunkle. Da meine Helden doch etwas niedrig sind und meine dunklen Truppen auch relativ niedrig sind, meine Lakaien sind jetzt bald erst auf 3. In 3 Tagen und meine Schweinereiter sind auch erst auf 3. Ja, und bevor wir jetzt angreifen werden, hat mich der Tobias gebeten, ihn zu besuchen. Weil ich es in der letzten Folge vergessen habe. Besuchen. Habe ich ihn wirklich nicht besucht? Anscheinend nicht. Ja, was kann ich zu dieser Base sagen? Also ich kann dir schon mal sagen, diese Base hatte ich auch, als ich noch auf Rathauslevel 8 war. Denn die ist einfach nur premiumhaft. Und zwar... Die Magiertürme schützen 2 Lager, was sie hier bei dir auch tun. Die Minenwerfer sind, ja, sagen wir in einem Parallelogramm. Die Bogenschützentürme sind gut verteilt, die Kanonen sind gut verteilt, die Luftabwehr steht im Dreieck, die Teslas. Ein Tesla. Ich finde im Moment nur einen bei dir. Hast du noch nicht alle gebaut? Ja, es kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du dich dazu entschieden, das dunkle Meer zu schützen, da du die Klamburg in dunklen Lager getauscht hast. Ja, aber es ist deine Entscheidung, ne? Also, das ist trotzdem gut. Also, diese Base würde ich allen, die eine Rathauslevel 8 sind, empfehlen. Weil die einfach nur geil ist. Nur was an dieser Base nicht so gut ist, dass die Lager relativ weit außen stehen. Da würde ich die Lager ein bisschen anders positionieren. Zum Beispiel, indem ich... die Kanone mit einem Goldlager tauschen würde und hier einen Bogenschützenturm. Dann sind zwar 2 nebeneinander, aber die Lager sind besser geschützt. Aber trotzdem, die Base ist top. Ja, und ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt einen Gegner raus. Bis gleich. Ich würde mal sagen, den Gegner werden wir uns jetzt wegsnörgeln. Ja. Da seine Verteidigung echt zum Arsch ist. Ja, zum Arsch nicht ganz, aber seine Mauern sind relativ niedrig. Ich würde mal sagen, wir greifen jetzt auch direkt an. Und ich habe vergessen, die Clanburg rauszulocken. Wie jedes Mal. Ja, egal, da war nicht viel drin. Falls einer von euch Ahnung hat, wie ich von meinem Handy Bildschirm auf den PC übertragen könnte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, da das mit einem Multitouch echt nice wäre. Denn hier auf dem PC so anzugreifen, das ist echt nicht gut. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. So, und die Klamuk hinterher. Ja, komm, holt genau das Elixier. Das Elixier wäre mir wichtig. Ja, eigentlich Gold. Ja, Gold wäre mir eigentlich noch wichtiger, aber das ist jetzt auch egal. Oh, ein Schweinereiter. Danke an den, der mir den Klamruck getan hat. Aber der Schweinereiter ist auch schon tot. Ja, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Dunkles, was ich sehr gut gebrauchen könnte. Nur 20.000, dann kann ich meine Lakaien auf... Ach ja, hätte ich noch eine Frage an euch, und zwar, was würdet ihr machen? Lakaia auf 4 oder die Bogenschützenkönigin auf 5? Da bin ich noch am überlegen, was ich da machen sollte. Ja, sieht bis jetzt noch relativ gut aus. Meine Helden haben noch relativ viele Life Points. Life Points, ja. Ich freue mich schon auf den nächsten Monat, wenn ich PS3 Let's Plays machen kann. Das wird so premiumhaft. Und wir haben den ganzen Loot bekommen, den ganzen... Ja, doch, den ganzen. Geil.
Und mein Handy hat vibriert. Ja. Und den ganzen Loot bekommen. Was will man mehr? Ja, meine Bogenschützenkönigin ist jetzt down, aber die brauche ich heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ja, was können wir in dieser Folge noch machen? Vielleicht hat die jemand einen Angriff geteilt. Na, hier ist, war ja ein so kleiner Streit. Barbaren, Bogis, Magier. Bogis. So, gucken wir uns den Angriff an von Augustin. Eine What the Fuck Base. Schade, dass man am PC keinen Screenshot. Oder kann man einen Screenshot machen? Ich glaube nicht. Könnte ich für meine What the Fuck Base Folge 2 gebrauchen. Ja, schon. Boah. Ganz ehrlich, was bringt das, wenn man den Inferno-Turm da einmauert? Ja, versucht das den neuen mal klar zu machen. Aber der ist eindeutig viel zu früh hochgegangen. Ich glaube, Augustin, du hast ihn nur angegriffen, weil es so What the Fuck Base ist, oder? Ja, ja. Denn der Loot war hier nicht so berauschend, aber es geht. Also, da du mit Barge angreifst, Barge ist ja relativ kostengünstig. Läuft. Gibt's hier noch einen Angriff? Ja, ja, hier. Von Augustin, also. Du teilst gerne Angriffe. Ich mach das nur, wenn ich so extrem Loot habe. Ja, das ist schon mal nice. 302k Gold. 110k Elixier. Ja, ist in Ordnung. Also dafür Bart sie ja kostengünstig, wie gesagt. Ja, das ist auch so ein What the Fuck Base. Ich glaube, die Leute, die so ein What the Fuck Base machen, die denken sich auch nur Hauptsache X-Bögen oder Inferno-Türme. Der Rest ist dann scheißegal. Ah, oh, wie das leckt, ey. Unnormal. Aber ich glaube, von 30.000 Dunkles mache ich erstmal meine Bogey Queen auf 5, da die dann die Fähigkeit besitzt. Und die Fähigkeit von der Bogenschützenkönigin ist echt nice. Die macht sich ja unsichtbar und heilt sich dann. Boah, mit Level 40 sind die Helden so OP, das kann man sich gar nicht vorstellen. Schöner Angriff mit 302k Gold. Und ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Ciao.